Hallo und herzlich willkommen zu Parkitect. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Nachdem wir in der letzten Folge die Mechaniken des Spiels ein wenig ausgenutzt haben, glaube ich, dass wir heute nicht drum herum kommen werden, es normal zu spielen. Aber ich möchte kurz was ausprobieren. Und zwar, man kann ja die Rakete anklicken. Kann man hier auch diesen Burgerpalast anklicken? Jawohl, aber der wippt nur hin und her. Geht das auch mit den Autos? Jawohl. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen, warte mal, ich zeige dir den mal ganz kurz. Den kann man auch antippen. Ansonsten Interaktion eher nur mit diesem Menü hier und zwar bei Technopolis. Okay, es geht zur Rave Party. Mitten im geschäftigen Tokio hast du ein Einkaufszentrum erworben, das einen ganzen Häuserblock umfasst. Oh, das heißt, wir müssen einen Indoor-Park bauen. Sehr geil, warte. So. Du willst es zu einem florierenden Unterhaltungskomplex mit Freizeitparkattraktionen entwickeln, aber aufgrund des Platzmangels, jetzt macht mich das ganz kirre hier, hau doch mal ab, wirst du es auf dem Dach des bestehenden Gebäudes errichten müssen. Okay, habe eine Sauberkeitsbewertung von mindestens 90%. Huh, 90% wahrscheinlich für 3 Monate halten. Okay, schade. Also ehrlich gesagt hatte ich jetzt so ein bisschen, wirklich ein bisschen gehofft, dass man in diesem Einkaufszentrum selber noch bauen kann und dann auf dem Dach. Aber so ist auch okay. Habe eine Sauberkeitsbewertung von mindestens 90%. Da wir jetzt aktuell 0 Gäste hier haben, hätten wir doch theoretisch sogar 100%. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube nicht. Wo spawnen denn hier die Gäste? Oder sind die wirklich jetzt hier in diesem Einkaufszentrum drin? Ich weiß es nicht. Habe mindestens 450 Besucher im Park? Wir haben 0. Optional, okay, erstmal interessiert uns das nicht. So, das heißt, 450 Gäste im Park? Ja, und Sauberkeitsbewertung aber nicht über Zeit. Das heißt, das muss nur ein einziges Mal, in just the moment, muss das hier akzeptiert werden. Und dann, sehr geil, haben wir das schon freigeschaltet. So, wir haben hier Torbillion and Twister. Ja, Tatsache. Oha. Oh, man kann. Da ist ja gar nichts drin. Aber da darf ich nicht bauen, ne? Schade. Okay, ich hätte mir jetzt so ein bisschen gewünscht, dass hier wirklich Shops drin sind, aber leider ist dem nicht so. So, das heißt. Ja, wo setzen wir jetzt Twister hin? Also ich darf den wirklich tatsächlich nicht 1 Millimeter unterm Dach setzen. Und wo spawnen? Ah, die hier kommen die raus. Okay, hier kommen die raus. Das heißt, wir setzen jetzt als. Ich darf auch nicht über den Rand bauen. Du darfst nicht über den Rand malen. Du darfst nicht über den Rand bauen. So, das heißt, ich wurde damals im Kindergarten schon drauf trainiert, Planet Coaster, Rollercoaster Tycoon und Parkitect zu spielen. Denn die haben damals gesagt, nicht über den Rand malen und hier darfst du jetzt nicht über den Rand bauen. So, ich würde sagen Eingang, Ausgang. Ja, und natürlich 4 Dollar. Schade, ich hätte mir echt gewünscht, dass wir jetzt wirklich da unten drin bauen dürfen. Aber leider ist ja nicht so. So, Eingang würde ich sagen, machen wir dann. Ja, okay. Machen wir hier hin. Ja. Dann können wir das ganze Ding schon mal eröffnen. Wir haben hier. Ist das, was ist das denn jetzt hier? Okay, kein Laden. Das heißt, da ist wahrscheinlich. Wie heißt das Ding nochmal? Ein Depot. Vermute ich mal ganz schwer. Da ist ein Depot. Das ist okay, weil dann können wir theoretisch uns jetzt die Arbeit sparen und wir setzen. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Es gibt nichts zu trinken. Es gibt nur Bubble Tea und sonst nichts. Zu essen gibt es nichts. Das heißt, du musst einen Ballon verschlucken, also erst aufpusten, dann verschlucken und dann hast du den Magen gefüllt. Oder einen Regenschirm. Schlucken, aufspannen, hast den Magen gefüllt. Also müssen wir mit Verkaufsautomaten arbeiten. Okay, Verkaufsautomaten ist aber, der Durst geht runter und der Hunger geht runter. Aber wenn der Hunger runtergeht, geht der Durst wieder ein bisschen hoch. Oh, das ist so ein Rattenschwanz, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut, weil da machst du richtig Kohle mit. Heißt, dann setzen wir. Ja, aber ich möchte eigentlich lieber Shops nehmen. Schwierig, schwierig. Aufregende Fahrgeschäfte als allererstes, selbstverständlich. Pass auf, dann gehen wir jetzt erst mit den Shops dran. Und dann würde ich sagen, später werden wir. Na, jetzt kann. Achso, hinzufügen. Okay. Dann können wir später noch immer noch normale Shops hinsetzen. Würde ich so machen. Wir brauchen selbstverständlich einen Hausmeister. Dann würde ich die Pipette erstmal bitte wegtun. Pipette. Pipette. Danke. So, dann brauchen wir einen Träger erstmal. Das reicht. Dann brauchen wir auch noch einen Mechaniker. Das dürfte reichen. Und einen Sicherheitsmann. Dürfte auch reichen. Was haben wir denn an
an Achterbahnen, Flawless Coaster, Vertical Spinning Coaster. Flawless Coaster, ja, das Problem ist, ist relativ teuer. Ja, wirklich relativ teuer. Und hier haben wir ja nicht so viel Platz. Das heißt, wir müssten hier theoretisch tatsächlich Hydraulik Lounge Coaster vielleicht. Könnte man machen, ja. Aber ist halt auch relativ teuer. Eine wilde Maus wäre hier gut. Oder die Spinning wilde Maus oder so. Irgendwie sowas würde ich gerne hier bauen. Ohne Dekoration. Oder sowas hier. Et voilà. Oh, die sind ja ultra kompakt. Das stimmt. Und die kosten nur 6.000. Der kostet 4.000. Stimmt. Den hatten wir schon in der letzten. Oh ja, 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 ja. Okay, alles klar. Den setzen wir hier hin. So als Wahrzeichen. Ja, stimmt, den hatten. Hier darf ich nicht bauen, ne? Das heißt, ich muss tatsächlich hier oben drüber bauen und darf nicht über den Rand malen. Ja, dann setzen wir den hier hin. Warum kann ich den nicht platzieren? Habe ich den jetzt schon platziert? Hä? Hallo? Er ist okay. Was war das denn jetzt? Wieso konnte ich den jetzt. Okay, ich wollte ihn jetzt wahrscheinlich anscheinend ein paar Mal platzieren. Ich weiß jetzt nicht gerade, was los war. So, wir brauchen auf jeden Fall dann einen Weg, der rausführt. Okay, da kann ich nicht durch. Mist. Da kann ich auch nicht rum. Mist. Hier kann ich rum, ne? Ja, pass auf, dann gehen wir hier, würde ich sagen. Warte. Ja, da war ich ja schon richtig. Genau, dann gehen wir hier runter. Dann drehen wir das ganze Ding einmal. Gehen hier auch runter. Und dann sind wir nämlich da. So. Das heißt, dann sparen wir uns den Weg da hinten rum. Den Eingang. Den Eingang. Moment, wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Genau, den lassen wir jetzt so laufen, den Weg. Und den Eingang. Den Eingang. Wie mache ich den Eingang denn? Ja, theoretisch hier rüber und dann runter, ne? Ja, ich meine, ich könnte auch ein Steilgefälle nehmen, klar. Okay, und dann gehen wir hier wieder runter und dann haben wir es. Sind wir dran. Dann brauche ich kein Steilgefälle, weil Steilgefälle finde ich immer ein bisschen unangenehm zu laufen. So, das heißt, wir haben eine Achterbahn auf dem Dach. Hm. Okay, da nehmen wir aber 8 Dollar, weil das ist wirklich ein Highlight. So, eröffnen. Oh, mir fällt gerade ein. Wir brauchen ja hier noch einen Mitarbeiterweg, ne? Würde ich sagen, gehen wir dann hier entlang. So, okay. Und dann eröffnen wir den ganzen Park. Okay, wir bauen jetzt aber schon mal. Wir bauen jetzt schon mal Bänke. Hm, was macht sich so auf dem Rooftop gut? So eine Metallbank, oder? Die gehen auch selten kaputt eigentlich. So. Machen wir hier überall erstmal Bänke hin. Hier auch, wenn die weit am Essen sind. Okay, ich bin jetzt gerade überlegen, ob das so clever war, den Futterautomat da einzusetzen. Ne, war nicht clever. Wir sollten den lieber hier hinsetzen. Weil die kommen ja gerade erst rein. Ne, dann macht das mehr Sinn von hier aus. Glaube ich. Ach ja, Mülleimer. Mülleimer brauchen wir auch. Und die sehen die Leute hier nicht so viel rumrennen. Okay, den müssen wir nochmal wegziehen. Den würde ich gerne hier hinsetzen. Das ist, glaube ich, ein Ticken besser. Oder hier. Ja, genau, da setzen wir den hin. Weil dann können die hier schön spielunken, was sie für Geheimzahlen eingeben. Und da steht, at this moment. Okay, die läuft schon mal gut. Erfreulich, erfreulich. So, Sauberkeitsbewertung. Was haben wir denn? Ziel abgeschlossen. Ah, man muss beide gleichzeitig, ne? Das heißt, bei 450 Gästen müssen wir eine Sauberkeitsbewertung von haben. Mist. Stimmt. Das war der Gedankenfehler. Da kann ich nichts hinsetzen, ne? Ja, könnte ich, aber da müsste ich halt die Sachen da abreißen.
können wir lieber Torbillion hier hinsetzen. Machen wir auf 6 Dollar. Eröffnet Ganze. Und ja gut, dann müssen wir nachher theoretisch nur sehr viele Hausmeister einstellen, ne? So. Ah, oh, weißt du, was fehlt? Toiletten. Stimmt. Dann stelle ich Toiletten hier hin. Aber die müssen wir ja verkleiden, ne? Dann verkleiden wir die. Mit diesen hier. So, nein. Dahin eine und dahin. Und gibt es einen Eingang? Oh ja, den gibt es. Okay, könnte ich hiervon nehmen, aber wir machen es ein bisschen einfacher. Wenn das Spiel das schon anbietet, so. Und dann brauchen wir noch einen Deckel. Der ist ja richtig stylisch. So. Schön. So, 126 Gäste haben wir schon im Park. Oh, und wir haben keine Mülleimer. Okay, wir brauchen jetzt erstmal Mülleimer. Da würde ich sagen, nehmen wir auch die Metalldinger. So, da schön alle platzieren. So, nachher können wir theoretisch, was steht da? FDDF, irgendwie sowas. Auf jeden Fall können wir nachher den Weg hier erweitern, ne? Dann können wir den Mitarbeiterweg ein bisschen kürzen. Wir machen schon 737 Dollar plus. Ist okay. Ist okay. So, und dann haben wir jetzt G-Log. G-Log ist natürlich auch wieder eine Attraktion, die ich gerne auf im Freizeitpark habe, beziehungsweise auf dem Dach, wollte ich gerade sagen. Die bringt nämlich auch wieder Geld ein. Weil ich glaube, die ist auch gut gefragt, obwohl alle Attraktionen gerade sehr gut laufen. Vor allem die hier. Was macht die denn? Also die läuft sehr gut. Dann haben wir hier noch gar keine Statistik und... Ah, Siemens. Ja, okay. Dann haben wir hier ja knapp 250. Das ist gut. Ist sehr gut. Erfreulich. Wirklich sehr, sehr erfreulich. Weil wir müssen theoretisch gleich wieder Leute einstellen. Was haben wir denn für eine Sauberkeitsbewertung aktuell? Sauberkeitsbewertung 100%. 100%. Obwohl, okay, wir haben jetzt aktuell 167 Gäste, 168 Gäste im Park. Und wir sind noch nicht bei den 450. Das ist natürlich... Ja gut, das ist natürlich noch eine Hausnummer, ne? Mehr als das Doppelte. Okay. Riesenrad... Nee, also Riesenrad und Kettenkarussell sind theoretisch Platzverschwender in diesem Szenario. Weil wir hier nicht so viel Platz haben. Wobei mir auffällt, vorletzte Park war auch schon so relativ eng alles gebaut, ne? Was hat denn da? Was ist das hier? Hat da jemand seine Fluppe weggeschmissen? Ah, G-Log ist fertig. So, G-Log. Ah, G-Log ist groß. Ist gar nicht mehr so groß auf dem Schirm. Oh, und das kostet 2100. Okay, pass auf, folgendes. Wir müssen das so machen. Oh, ich muss die Leute anfangen. Das Lustige ist, bei Rollercoaster Tycoon 3, viel älteres Spiel, da finden die komischerweise immer den Weg. Hier, bei Parkitect, nicht. Die laufen hier random rum. Kann sein, dass da gleich irgendjemand durch die Wand spawnt. So ein Magier. Und dann können wir nämlich G-Log hier hinsetzen. Ein bisschen besser. Repariert Twister, okay. Was haben die denn für Gedanken eigentlich, unsere Gäste? Ich bin mal gespannt. Gar nichts. Keine Negativgedanken. Das sind die besten Gäste. Das sind wirklich die besten Gäste. So, an was arbeiten wir jetzt? Noch nichts. Noch mehr Besucher. Okay. Ja, lass sie kommen. Ich hoffe, eine kleinere Attraktion. Von der Fläche her. Ich hoffe wirklich. So, 180 Gäste haben wir schon. Theoretisch könnten wir auch G-Log hier hinsetzen. Nee, aber jetzt möchte ich das da.
Ja. G-Lock hier hin. Aber wie mache ich den Ein- und Ausgang denn? Wie mache ich denn da den Ein- und Ausgang? Ich meine, Ausgang ist ja kein Problem, aber Eingang? Reicht die Warteschlange? Könnte sein. So. Pass auf, weil dann setzen wir den Eingang hier hin, Ausgang da. Das werden wir jetzt alles umplatzieren. Weil dann würde ich nämlich die Müllkörbe hier gegenüber setzen. Mach mal das hier auch gegenüber. Und die Bänke würde ich dann, na, würde ich dann hier hinsetzen. Genauso hier das Ganze. Weil die kommen jetzt weg und dann kommt dann der Weg hin. Der Eingangsweg. Ja. Machen wir so. Ne, dann ist dann der Eingangsbereich. Und das Ganze kostet dann 6 Dollar. Und eröffnen wir natürlich. So. 200 Gäste haben wir im Park. Das Ding spielt gut Geld in die Kasse. Aber jede Warteschlange ist fast voll, ne? Oh, passt ja hier perfekt mit der Toilette. Eingang, Eingang, Toilette. Kannst du vorher noch überlegen, ob du auf Klo musst. Anders forschen wir. Orbiter. Orbiter hat einen Umfang oder beziehungsweise braucht eine Fläche, die könnte theoretisch hier hinpassen. Wenn wir Glück haben. Wenn nicht, setzen wir sie hier hin. Weil dann vergrößern wir die Fläche auch ein bisschen. Ne, wir haben aktuell 200 Gäste im Park. Da ist nicht mehr viel Spielraum. Da ist Schlange stehen schon auf dem Wege. Haben wir eigentlich einen Kredit? Theoretisch könnten wir den nehmen. Aber ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Weil es läuft gerade aktuell so gut. Ne, wir machen 800 plus und läuft weiter. Okay, die halbieren sich hier. Da ist halt die Wand da, ne? So, wie weit bist du? Oh, geht voran. Okay, das heißt... Ah, ich sollte eigentlich auch Läden erforschen. Theoretisch. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob wir einen zweiten Träger einstellen. Gibt's hier einen Pausenraum eigentlich? Weil ich glaube, das ist nur Platz für das Depot. Weil ein Pausenraum kann ich mir... Ja, obwohl... Könnte sein, ne? Ah, ist bestimmt diese Main Stage. Oder wie heißt halt dieser Main Room. Ah, ja, 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 ja. Hey! Komm, los! 100% wollen wir haben. 94. Ihr seid nachlässig. Ich werde euch alle... Ich werde euch alle Lohn kürzen. Definitiv. 26 Gäste. Oh, schön. Ja, schön. Kommen sie alle rein. Wir haben jetzt... Kommen sie alle. Wir haben genug Platz. Ist kein Ding. So, sobald wir Orbiter fertig haben, werde ich das platzieren und dann haben wir noch mehr Gäste. Aber da gehen schon wieder welche raus, ne? Ja gut, aber ist zu voll hier wahrscheinlich. Junge, da gehen welche raus und da kamen noch mehr. Freunde? Wieso fegt denn hier keiner? Ja, dann stellen wir noch einen ein. Hä? Wo läuft der denn rum? Laufen die auch bis unten? Oh, das ist blöd. Okay, Orbiter ist fertig. Orbiter ist fertig. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir da deinen Klatsch bekommen. Yep. Passt. Weil dann setzt man nämlich Orbiter hier hin. Eingang hier und den Ausgang da, ne? Ist direkt verbunden, sehr schön. Machen wir 6 Dollar. Und dann brauchen wir den Eingangsweg, den ziehen wir dann bis hier. Ich hätte den schon gerne, genau, dann überliegend. So. Verbunden und eröffnen. Viele Gäste beschweren sich über Müll. What? Wie? Wo ist denn hier Müll?
Wo sind denn meine Kehrmeister? Stell mal noch einen ein. Kann ja nicht schaden. Und die stelle ich auch noch ein. Du bleibst, das reicht. Und dann stellen wir aber noch einen Träger ein. Weil der Verkaufsautomat muss permanent gefüllt sein. Ist so. Das hier finde ich mal eine Sauerei, ne? Da ist ein Mülleimer und die schmeißen das daneben. Sauerei. Junge, ich bin auch sauer, dass die den Müll daneben schmeißen. Aber brauchst hier nicht direkt mit Blitze schmeißen. Geht keiner mehr drauf, ne? Ist der Hype vorbei? Ich denke, anscheinend. So, wir machen 1100 plus. Wir sind jetzt erforschen. Was erforschen wir denn jetzt? Als nächstes. 236 Gäste haben wir. Okay, ich sag mal so, wir konzentrieren uns erstmal auf die Gäste. Und sobald wir die Gäste drin haben, dann können wir über die Sauberkeit nachdenken. Weil das ist jetzt so eine Momentaufnahme. Ne? Und wenn wir dann beides gleichzeitig haben, also 450, sagen wir mal 500 Gäste ungefähr, haben wir noch so einen Spielraum von 50 Gästen, dann können wir uns auch um die Sauberkeit konzentrieren. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Und müsste eigentlich auch machbar sein. Aber das Szenario finde ich echt interessant. Wirklich, also nicht interessant in Form von mag ich nicht, sondern, oh, Wipeout. Sondern, ja, könnte fordernd werden. Hier setzen wir noch was drauf. Machen wir schon. Viele Gäste sind hungrig. Ja, da kümmern wir uns natürlich auch drum. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.